Hallo und moin moin aus den Helios-Kliniken. Was macht ein Chirurg am Wochenende? Er arbeitet und macht Visite. Im Rahmen dieser Visite sieht er Patienten, denen es so gut geht, wie er hofft, Patienten, denen es nicht so gut geht, wie er hofft, und dann muss man sich fragen, warum das so ist. Und mit einem Patienten werden wir jetzt nochmal in den OP gehen und nochmal nachsehen, wo die Ursache dafür ist, dass es ihm nicht so gut geht. Und ein anderer Patient bekommt nochmal eine Computertomographie, das hat also auch noch Potenzial, dass wir da noch was machen müssen. Aber was nach wie vor auffällt, und das ist das, was meine Kollegin Anna heute Morgen auch sagte, es kommt kaum jemand in die Rettungsstelle mit normalen Beschwerden. Das, was man so kennt, ein bisschen Blinddarm im Frühstadium mal eben operiert und wieder gesund nach Hause gegangen, das sehen wir im Augenblick kaum. Wir sehen eigentlich nur Patienten, die so lange gewartet haben, bis es wirklich, wirklich schwerwiegende Krankheitsbilder sind. Und Anna hat es so ein bisschen zitiert wie, es ist ein klein bisschen wie im Krieg. Liebe Menschen, es ist eine merkwürdige Zeit, aber wir sind nach wie vor ein normales Krankenhaus und wir sind kein Covid-Krankenhaus. Wir haben einzelne Covid-Patienten, die in einem isolierten Bereich betreut werden. Sie brauchen keine Sorge haben, dass sie sich hier infizieren mit dem Coronavirus, und sie brauchen auch keine Sorge haben, dass wir so überlastet sind, dass wir uns nicht um sie mit ihrer Blinddarmentzündung kümmern können oder um ihren Herzinfarkt oder Schlaganfall oder was auch immer sie an schwerwiegenden Erkrankungen haben. Insofern, bitte denken Sie daran, es geht um Ihre Gesundheit und wir sind da für Sie, und kommen Sie bitte, wenn es ein Problem gibt. Dann kommen Sie nicht erst, wenn es ganz, ganz schlimm ist, das Problem. Wir helfen Ihnen auch gern vorher. Ansonsten bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen sonnigen Sonntag. Ich gehe jetzt ein bisschen arbeiten. Wir sehen uns morgen. Passen Sie auf sich auf. Tschüss, tschüss.